Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, wir sind immer noch auf dem Planeten Aita. Wegen der. Jetzt hab ich den Namen nicht raus in dem Scheißding hier. Wegen dem Projekt Overlord. Und ihr seht schon. Wir müssen jetzt zur Prometheus-Station, weil jetzt in der letzten Folge hat man ja erfolgreich die Vulkanstation. Vulkanstation abgeriegelt. Und dasselbe. Dasselbe müssen wir jetzt noch bei. Ups. Oh yeah, bei der Prometheus machen. Hier runterkrachen will ich natürlich nicht, weil wir wollten jemals wieder hochkommen. Das muss nicht sein. Wahrscheinlich das Ding hier. Sich das möglicherweise ansehen. Scheinbar höchstens der Wasserfall, ne? Da geht's hoch. Wo geht's überhaupt hin? Mal kurz gucken. Mal kurz gucken, wo es da hingeht. Naja, sind diese tollen Flugviecher da hinten. Also nichts Spannendes hier oben, da können wir wieder zurück. So, wir sollen ja zur Prometheus. Ups. Zur Prometheus-Station. Ja, was denn, fliegst du weiter? Dumme Tastatur. Egal. So, die Prometheus, wo war die doch gleich? Die Pfeile zeigen zwar die Richtung an, aber. Mal kurz. Wie ist es? Was bist du denn ja? Und ey, da geht nicht mal ein Arsch. Ich habe gesagt, was ich sehe, nehme ich mit, aber ich suche nicht alle. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Bleiben noch vier. Ich habe nur gesagt, die ich sehe, nehme ich mit. Ich tue mir nicht krampfhaft hier einen Arsch absuchen. Das wäre einfach zeitlich viel zu aufwendig. Ja, doch, der war noch was gewesen. Egal. Weiter geht's. So. Jetzt überhaupt lang hier, wartet mal. Da hinten müsste auch noch eins sein, ne? Aber das können wir dann machen, wenn wir zur Atlas-Station müssen, können wir da auch noch mal gucken. Ich glaube, hier ist. Nee. Oder? Sind wir jetzt überhaupt richtig? Ich habe auch keine Ahnung. Nee, das hier ist der Eingang zur Atlas-Station. Ja. Ja, das ist der Eingang zur Atlas-Station auf alle Fälle. Das weiß ich noch. Hier geht's in der Atlas rein. Ja, wir sollen erstmal zu Prometheus. So, dann noch eins, müssen wir noch weiter rein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich gestehen. Ich glaube, hier sind schon. What the? Da war ein Felsen. Ja, ich glaube, hier sieht schon besser aus. Ja. Erstmal elegant. Boah, da. Erstmal elegante Felsen. Erstmal elegante Felsen mitnehmen hier. Aber wir haben jetzt auch endlich hier Eingang gefunden. Ich ahne, welches. Das war genau. Oh nein. Das war so scheiße. Das ist so ein Part, den ich ein bisschen hasse. Weil ich hier schon ein, zwei Mal verreckt bin. Bei früheren Durchspielaktionen. Ah, schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es ja. So, wir müssen, glaube ich, auch gegen Gas kämpfen. Wir nehmen wir damit. Miranda. Nimm mal Crime noch mit. So, ein bisschen mischen.
war das komische Gasschiff, glaube ich, in das wir eindringen müssen. Wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt im Kopf bin, drücken wir es mal so aus. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Gas-Schiff. Ja, sag ich doch. Maschinen, die wir bei unserem Experiment benutzen. Unsere Leute dort antworten nicht mehr. Vermutlich hat die VI die Verteidigungsschilde aktiviert, um sie am Betreten zu hindern. Viel Glück! So, genau, dann so die fette Kanone. Da unter dem großen Schild ist der Eingang, und ihr seht auch hier, so eine fette Kanone. Und wenn die uns trifft, ist nicht so toll, um es mal so auszudrücken. Wir müssen quasi die Kanone dazu bringen, dass sie auf uns schießt, wenn wir neben diesen komischen Dingern hier stehen. Das sind quasi die Schildgeneratoren für den großen Schild. Ja, und die müssen wir halt zerwamsen. Da kommen wir mit der Waffe vom Hammer nicht durch, aber die große Gaskanone kann das Ding halt locker zerpflücken. Ja, und deshalb müssen wir mal sehen, dass die Kanone die Dinger trifft, aber nicht uns. Oh. Scannergebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Gaskanone. Genau. Da ist doch der Radius, den wir dann raus müssen. So, Kollege, schieß hier hin. Na komm. Warnung. Wir werden anvisiert. Alter. Ist das uncool? Ist das uncool? Warnung. Gaskanone nimmt unsere Position ins Visier. Alter, wieso ist das Ding im Arsch? Hat uns das Ding doch getroffen irgendwie oder was? Scheiße. Ach, das will ich noch zerpflücken hier. Das ist der Herz allerliebst. Alter, ist das uncool. Warnung, Gaskanone nimmt unsere Position ins Visier. Schilde deaktiviert. Sie können die Gaskanone jetzt ins Visier nehmen. Komm, geh kaputt, du Scheißteil. Keine weiteren Bedrohungen geortet. Die hat uns noch eiskalt die Form verbogen. Also mal gucken, was wir hier noch haben. 1200 Platin. Das ist doch... Autsch. Boah. Ja, das war alles hier. Ich nehme ja jeden Felsen mit. Aber egal, wir haben die scheiß Kanonen ausgeschaltet. Das macht das Ganze schon mal viel, viel angenehmer. So, und jetzt müssen wir hier an die... Tolle Station, ey, ich fahrte. Irgendwie so eine unsichtbare Wand. Irgendwas ist hier, seht ihr das? Ich stehe mal irgendwie ein bisschen in der Luft. Na egal. Genug der Spielereien, wir sollen ja in die Station rein. Sind wir das? Ja. Also gut, rein in die Station. Ich hab grad schon gedacht, gerade eben der Hammer explodiert, aber... Auf der Hammer. Diese Cerberus-Anlage enthält gefährliche KI-Technologie. Mhm. Für Verletzungen oder den Tod während ihres Besuchs sind sie ausschließlich selbst. Was eine geile Begrüßung. Ich hab gerade eben echt gedacht, den Hammer zerlegt. Ich hab da... Denkst du, ich sehe dich nicht? Ich hab gerade eben echt gedacht, den Hammer zerlegt, ey. Ich hätte wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das Ding reparieren kann von alleine. Ah ja. Ja, man sieht schon, die gute KI hat ein bisschen die Kontrolle über die Gas hier übernommen. Aber... Ja, solange wie das Schild hier ist,
Jetzt sag hier der beste Gasnix. Gut, muss jetzt überhaupt lang. Ich glaube hier hoch. Unten ist ja nichts weiter. Unten ist ja nichts. So, gucken, was wir hier so alles haben. Eine Forschungslok. Ja klar, lieber durch einen Vulkan sterben, irgendwie durch eine gigantische Eruption, als hier durch Gas. Obwohl eigentlich, tot ist tot, viel nimmt sich's nicht, oder? Entweder man stirbt durch irgendeine Maschine, eine wild geworden, oder man stirbt durch Mutter Natur. Also, naja. Hallo! Irgendwas hat sich ja gerade bewegt, oder warst du das Grunt, hä? Sag an. Jetzt sieht man auch, dass das ein Gesicht darstellen soll. Seht ihr? Jetzt erkennt man es. Vorher war es ja komplett verpixelt, aber jetzt. Doch, jetzt kann man es richtig schön erkennen. Aber wir sind ja nicht da, um VI-Gesichter zu betrachten. Wir sind hier da, um die Station, die Entriegelung zu deaktivieren für die Atlas-Station. An der wir vorhin schon vorbeigehuscht sind. Dummerweise. Ich hoffe, das. Fehlt da nicht einer? Grunt? Creeper Grunt? Wo so hin? Ist irgendwo so dicker Kroganer? Warte! Ist versteckt oder was? Bin direkt hinter Ihnen. Ich hab so das Gefühl, wir sind ja nicht so ganz allein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich beobachtet. Woran das nur liegen mag, hä? Woran mag das nur liegen, dass ich mich beobachtet fühle? Scheiß KI. Hey, es ist immer noch 2% Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt hat, oder? Also. Ja, wo sind die ganzen Forscher hier? Hat es die alle zerlegt, oder was? So, anderer Weg gibt es hier nicht. Also müssen wir hier runter. Tiefer in das Gasschiff hinein. War die Tür nicht gerade eben noch offen? Ich hab's genau gesehen, Kollege, das ist grün geleuchtet, sei ehrlich. Gib's zu, hopp. Na du? Die Geräusche gefallen mir ganz und gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefallen sie mir nicht. Hui. Komische Türen. Ganz komische Türen. Gestern war Halloween. Lannigan hat sich mit Gasersatzteilen verkleidet. Er hat damit alle fast zu Tode erschreckt. Jetzt hasse ich ihn wirklich. Dieser Lannigan hat sich ja nicht sehr beliebt gemacht. Hier in der Station. Und noch weiter runter. Na, herrlich. Du willst uns doch verarschen, hä? Du willst uns doch voll verarschen, Kollege. Hab ich recht? Oder hab ich recht? Komm, sag schon. Dann halt nicht. Na, wir kommen ja trotzdem noch rein. Daran solltet ihr nicht scheitern. Und überall liegen kaputte Gats rum. Weil der Gute hier so aussieht, als ob ein bisschen die Textur fehlt. Seht ihr das? Irgendwie?
Der hier fehlt so ein bisschen Textur. Hm. Oder ist eine Mischung aus Mensch und Gelb? Wer weiß das schon? So, mehr war hier nicht, alles klar. Gut. Noch ein Forschungsloch. Alles ist abgeklärt. Also hat eine Abriegelung angeordnet, aber unsere Station ist bereits infiziert. Ausgeliefert wie bloß. Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Alter, warum? Das klingt die ganze Zeit. Das klingt, als ob hier gleich alles zusammenstürzen würde, ey. Alter! Hör doch mal auf! Scheiß Schiff! Na du? So. Ach ja. Hi. Ja, mal kurz gucken hier. Gut, geht denn oder runter? Anderen Weg gibt's ja nicht. VI schließt einige Türen und öffnet dafür andere. Also irgendwoher kenne ich das Gefühl. Komm, bevor du auf den Gedanken kommst. Hier ist doch was. Ich höre es doch ganz genau. Verdammte Axt. Und das ist nicht nur die VI. Oder KI. Yay, ich bin alles unter Wasser. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Oh, hey! Ja, bei so einer Musik würde ich aber das Arbeiten sofort einstellen. Alter. Klingt hier unschön. So. Hallo. So, wir sind da. Das ist eine Stelle, die ich so ein bisschen hasse. Wir müssen jetzt nämlich die drei, genau drei Plattformen hier. Die große, die hier und die hier drüben. Müssen wir bewegen, damit wir hier rüberkommen. Das müssen wir da oben über dieses Pult machen. Sag mal, hast du eh die abgelöst oder was? Den ganzen Kram hat uns sonst Edi immer erzählt. Und seit wir hier auf dem Planeten sind, hast du nichts mehr von Edi, nur noch von dieser komischen VI. So, ich schleppe erstmal darüber in die Ecke, weil da ist auch noch was zum Mitnehmen. So, wie war denn das jetzt? Achso, warte mal. Genau, mit dem Knopf hier kann man die Plattform wechseln. So, ich schieb mal da und da hoch. So, dann holen wir die mal hier runter, dass wir da drüber laufen können. Ach, das reicht nicht mehr, wir kommen jetzt nicht darüber. Wartet mal. Doch gar nicht, die sind nicht ganz oben. Hehe. Ich Idiot. So, dann holen wir mal die Kleine noch, die andere da. So, jetzt kommen wir da rüber. Ach, das ist die Musik aus dem anderen Raum. Boah, ich dachte gerade schon, was ist so schräge Töne. Ja, stimmt, das war die kranke Musik da. So, Credits, Laptop, nochmal Credits und schwere Munition. So, jetzt müssen wir die Plattform bewegen, dass wir da rüberkommen. Mal gucken, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Schauen wir mal. Eigentlich ganz easy. So,
So, die schieben wir jetzt hier bis ganz hoch an Anschlag. Das ist total simpel. Sehe ich gerade. So, die schieben wir hier hoch. Die dorthin. Dann nehmen wir die dicke. Und schieben die so. Und schon kommen wir dahin. War doch ganz simpel. Ich weiß nicht, beim allerersten Mal, wo ich den DLC gespielt habe, weiß ich nicht, habe ich mich bei der Ecke sauber so dermaßen blöd angestellt. Das glaubst du gar nicht. Es war fast schon peinlich, kann man sagen. Ja, hier ist auch die Deaktivierungsschalter. Dein Leuchten voll rittig, Kollege. Hättest du die grünen Lampen nicht dran, würdest du gar nicht auffallen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, hier war noch irgendwo ein Laptop. Da, genau. Da ist er. Und wieder Credits. Ich dachte, wir kriegen nur was zum Forschen, damit es nochmal lohnt, ein paar Planeten abzugrasen, aber so, ne. Es wird immer noch was zum Forschen geben. Das wird sehr langweilig. So, deaktivieren. Ach, die waren gar nicht tot. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Wäre mal lieber liegen geblieben. Die hätte ich auch genutzt ohne deine Autorisierung, Madame. So was gibt's also. Interessant. Und an den ganzen Gästen hier gerade, dass wir schön ruhig in der Ecke waren, dürfen wir uns jetzt vorbeikämpfen. Die alle gerade noch so schön in der Ecke lagen, die dürfen wir jetzt alle kaputt machen. Ist das nicht schön? Warum leuchten manche grün und andere nicht? Oh. Der denn ja? Alter, waren das echt so viele? Verdammt. War nicht meine Erinnerung, dass das so viele waren. Verdammte Axt. Müssen wir jetzt hier hoch oder müssen wir unten lang? Ne? Worauf schießen? In Organa. Aber zum Henker müssen wir jetzt hin. Hier hoch, ne, ist doch schön. Ach so, darüber. Ah. Das erklärt natürlich so einiges. Schießen noch auf ihre eigenen Leute hier. Genau, crit euch gegenseitig. Da macht er wenigstens nichts verkehrt. Ach, jetzt erst. Das ist ja interessant. Wahrscheinlich ist zu dem Zeitpunkt schon die gesamte Crew tot gewesen, aber. Macht mal jetzt erst halt Quarantäne. Auch recht. Hier müssen wir gar nicht lang. Verdammt. Doch dahin. So unten dann quasi. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Doch darüber?
Ach, hier. Oh, das muss man mir da auch zeigen. So ein großes Schildraum machen zum Ausgang hier entlang. Aha. Ach, da sind noch welche. Und die beiden nehmen sich ja gegenseitig auseinander. Aber trotzdem einfach mal ein bisschen nach. Hab ich mitgetroffen, Crown, tut mir leid. So, würde ich sagen. Ich hab keinen Speicher, sehr gut. Mach mal an der Stelle jetzt hier einen Cut. Und ja, dann tun wir uns beim nächsten Mal hier durchschlachten. Ich bedanke mich natürlich, wenn wir recht schnell bis zusehen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und hoffentlich mal ganz so verwirrt, wie ich gerade eben war. Also, ciao, ciao.